Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommen wir endlich mal zur Polizeistation von Lego. Hier, Polizeistation. Ja, hat lange gedauert, jetzt sind wir da. Der Karton passt quasi nicht ins Bild, aber er ist irgendwie drin. Ja, ihr werdet Set wahrscheinlich kennen. Ist ja das neueste Modular Building von Lego. Aus der Modular Buildings Collection, genau. Und ja, zum Set an sich, es hat 2923 Teile und eine UVP von 200, von 197, nein, 79,99 €. Ist noch Lego exklusiv, momentan auch noch ohne Probleme verfügbar bei Lego. Ja, wir haben drin 5 Minifiguren, die sehen wir auch alle. Ja, ist ja meist das teilmäßig zweitgrößte Mod hier nach dem Stadtleben, meines Wissens nach. Vielleicht kommt das Stadtleben auch in naher Zukunft noch auf diesem Kanal. Es ist aber nur ein vielleicht, und wir haben gerade einen drin, Karton, den ich da eingefügt. Ja, hier nochmal die Z-Nummer 10278. 18 plus. Ja, macht vielleicht bei sowas wirklich Sinn, aber 16, was sie vorher hatten. Auch komplett fein. Ich weiß nicht, ob dieser schwarze Karton aus der 18 plus Serie so gut ist für Modelier. Ich fand es schöner, wenn er so ein bisschen bunter war, mit so ein bisschen Look, wie zum Beispiel noch beim Bookshop. Fand ich sehr schöner Karton. Passt auch besser zu einem Haus, wenn das so ein bisschen lebendiger, mit vielleicht noch einem anderen Haus daneben angedeutet. Das passt besser als so ein schlichter Karton. Das ist für so ein Star Wars UCS-Set insane geil. Oder halt Batman. Sowas in der Art. Da insane geil. Aber beim Haus, ich weiß nicht. Das ist ein blauer Hut, gefällt mir. Gucken wir uns den Karton mal ein bisschen an. Ich weiß nicht, wie ich das euch ins Bild kriege. Aber naja. Guck mal, machen wir so. Oben haben wir die Figuren und 1-1-Abbildung und sonst nichts. Dann nochmal so. An der Seite haben wir einfach nichts außer den Namen ein paar Mal. Andere Seite haben wir so ein bisschen Seitenansicht vom Haus. Das finde ich ist sehr gut gelungen. Also, das finde ich sehr geil. Unten ist das Standardblabla, ne? Also das zeige ich euch jetzt nicht. Also ich check, ob es wirklich das Standardblabla ist. Ja. Rückseite. Die Karton hier gedreht kriege. Ich habe mir noch ein bisschen diesen Lock, den es vorher auf den Kartons gab, mit den anderen daneben. Ja, ich finde das Palmolive sehr gut. Ich überlege noch, ob ich mir den Bookshop noch hole oder nicht. Der ist ja noch ein bisschen länger auf dem Markt, kann ich schon ein bisschen überlegen. Hier sehen wir haben 3 Etagen und das Dach, was wir abnehmen können. Und hier so ein paar Shots von innen und das Haus von hinten. Genau. Ja, ich würde sagen, wir machen den Karton mal auf. Viel zu zeigen gibt es hinten ja nicht, weil wir sehen das Haus einfach nochmal von vorne. Jetzt so einen schönen Klebestreifen, also ich muss. Ach, egal, komm, wir machen das hier drauf. Klebestreifen sehr schön, nicht, dass es kaputt macht. Nochmal rein. Ja, sind Teile drin, würde ich sagen. Wieder so ein Karton drin, okay. Hier ist ein bisschen Luft, aber ich würde sagen, gar nicht so viel auf dem Karton. Ich schaffe das nicht auszukippen, deswegen muss ich mal ziehen. Ja. Ah ja, vergessen zu sagen, eben Ohren zu halten, wenn ihr ein Headset anhabt, sonst oder Kopfhörer, dann das wird. So groß hier im Bereich, man kennt's. Haben wir haben sogar gute 1 hier. So, jetzt muss ich nur irgendwie in diesen Karton da kommen. Na. So, dann kann ich die Verpackung an sich mal auf Seite stellen. Dann habe ich mehr Platz hier. Da gibt es noch den Karton, den wir öffnen. So. Können wir auch mal reingucken hier. Na. So, schön teilen. Oh, auch eine große Plate, die nehmen wir kurz raus. Schöne Plate. Ich mach einfach mal den hier. Alle. Noch eine schöne große Plate. Die Baseplate, ja, die benutze ich nicht. Aber schön, dass die dabei ist. Wo ist die Anleitung? Ja. Oh, die ist kleiner als erwartet. Aber ja, kann man mitarbeiten. So. Also, die ist aber schön eingeschweißt, ist manchmal sehr ganz praktisch, aber hierbei hätte man sich jetzt, glaube ich, auch sparen können. Ja, egal.
mach mal hier die Anleitung auf. Ich unten wahrscheinlich noch mein Messer. Nee, das heißt, dass die ganze Zeit in diesem was zusammengeklebt ist, auch weil ich zu inkompetent bin. Ach komm. Okay, passt. Ist das vorne? Ja, muss, ne? Ja. Von hinten sehen wir das Haus von hinten, krass. Ist schon ein ordentlicher Schinken. Ist wieder schwarz und eben. Geschmackssache, ja. Ich glaube, ja, das ist der Lego Designer, den wir hier sehen. Okay, ein bisschen Story, passt. Ne, hat zu weit geblättert. Teiltrenneranleitung. Wir haben Teiltrenner, cool. Okay, also 1 bis 6 ist Etage 1, dann haben wir noch 7, 8, 9, 10 ist Etage 2, 11, 12, 13, 3 und 14 ist dann die das Dach. So, dann war Schritt 1, wenn wir uns ein bisschen bauen. Wir brauchen die Baseplates, sagt Leo. Ja, ich brauche eine andere. Aber ja, jo, dann geht's halt los. Guck, wie lang die Anleitung ist. Na, na. Hier 419 Bausteps bei 300. 9 Seiten. Ja. Okay. Können wir mal die Teilliste angucken. Ja. Schon doppelseitig. Hier, hier. Nicht so wie bunt, würde ich sagen. Achso, halt. Doppelseitig hat mich schon ein bisschen gewundert. Es ist natürlich vierseitig. Entschuldigung, es ist fünfseitig. Und dann noch Feedback und JZ. Ja. Ich werde hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Und mir die richtige Baseplate holen und dann melde ich mich auch wieder, wenn ich mit Bauschritt 1 anfange. Bis sofort. Da bin ich wieder, schon wieder, ich habe aufgeräumt. So, meine Bauleitung hier, habe jetzt die Strictly Bricks Baseplate geschnappt, die Austauschverlegung. Dafür brauche ich es ja. Muss ja hier drauf, damit ich es in die Stadt setzen kann. Die hat sich irgendwie leicht verzogen, ein bisschen, als sie da stand, weil die hat sich halt so ein bisschen durchgewogen. Naja, mal gucken, ob sich das gerade zieht. Ich würde sagen, das dann noch nach hinten vorne kommt, das geht nicht. Naja, egal. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Habe ich von Lego über. Mal gucken, ob ich immer für irgendwas brauche. Wir haben zwei Tüten. Ach komm, packen wir kurz aus. Ne? Aha, Teile dran. Habe ich, glaube ich, auch nur 50 Jahre unten. So, Teile verteilt. Ich werde am Anfang sind noch schön viele große Teile für den Riss. Das Teil finde ich cool. Das war schon noch fair, was ich das mal verbaut habe. Ja, ich fange mal an und melde mich, falls was Spannendes passiert, sonst nach dem Bauabschnitt. Bis sofort. Ich habe einmal Bauschnitt 1 zu Ende gebaut. Ja, war jetzt nichts besonders Spannendes im Bau, deswegen ich mich melden wollen würde. Deswegen jetzt erst nach. Viele Teile sind übrig geblieben. Ja, okay, passt. Das im ersten Bauschnitt waren es 16 Bausteps, 23 Seiten. Also wir sind auf der 23. Seite. Ja. Waren auch ein paar größere Bausteps, da muss man sagen. Und guck mal hier, so waren keine kleinen Bausteps. Fand ich cool. Waren keine so ein, zwei Teile Bausteps, die waren einfach nicht vorhanden. Das war sehr angenehm. Ja, Bauschritt 2 bauen wir einfach weiter. Die erste Etage auch. Und bauen hier ein bisschen vom Kiosk. Oder Schreibbahn, Stand. Ja. Naja, kommen wir kurz zum Modell. Nicht wundern, ich habe das nicht verkackt, das ist on purpose, weil ich meine, ich habe nachgerechnet und für mein Straßensystem, was ich in meiner Stadt habe, muss das eins nach hinten, weil das hier sollte, ne, ich habe glaube ich, ja doch, passt, ich habe mir jetzt die Linie ausgesucht, als die ich als Grundlinie nehme und dann brauche ich eine 6er Breite, meine ich, nach hier, also von der Linie aus 6 Noppen nach vorne und deswegen nach hinten, ich hoffe, ich habe es nicht geintet, sonst wird das ein Spaß, das alles nur abzubauen, bin ich aber selber schuld, naja, Die Baseplate hat sich ein gutes Stück verzogen hier vorne. Also hier die Seite geht, hier hat sich mehr verzogen. Ich muss mal gucken, ob ich das. Also es wird sich auf jeden Fall so nochmal runterdrücken, hier vorne nicht. Mal gucken, ob ich das dann irgendwie nochmal gefixt kriege. Hier bekommt man noch Gewicht vom Haus drauf, das sollte gehen. Ich schau mal, wenn das Modell fertig ist, wie es aussieht. Und dann versuche ich es zu fixen. Ja, gucken wir kurz an Seite. Ist ja normal, dass sich meistens so eine Platte verzieht, wenn man da halt viele Fliesen drauf packt, also möglichst viel Fläche bebaut
und dann noch verschiedene Marken abonniert, meistens hinzulegen. Es muss auch nicht sein, dass wenn ich jetzt die Lego Baseplate genommen hätte, die im Set dabei wäre, dass ich das nicht auch verzogen hätte. Das heißt es ja nicht, wenn ich, weil ich jetzt, man könnte sagen, ja, du hast ja die Street Clubics Platte genommen, daran liegt's. Muss nicht. Oh, hier haben wir schon den Zeitungsdruck. Geil. So, einmal alles ausgeschüttet. Ja, 5 war schon ein großer Teil dabei, ist ein kleiner Rohrschnitt als 1, aber ja, also so sehen wir mal alles. Ich baue mal und melde mich danach. Bin schon durch mit Bauabschnitt 2, sind jetzt bei Bauschritt 31 fertig und Seite 39 ist nicht viel Bauschnitt passiert, aber es passiert halt pro Seite schon einiges. Gefällt mir. Wirklich schön, dass so viel pro Seite passiert. Nicht so wie Lego das sonst bei manchen anderen Sets macht, dass pro Seite maximal 3 Teile sind. Hier geht ordentlich voran pro Seite. Das finde ich sehr geil. Gefällt mir. Wenn man nämlich was schafft pro Bauschritt und nicht nichts schafft, weil man macht einmal den Boden, zieht nochmal den Boden drauf. Oder halt in 2 Schritten macht man es einmal hierfür und dann dafür nochmal. Aber es geht voran. Ja, Bauschritt 3 werden wir ein bisschen den Bäcker ausbauen und ein bisschen Wände ziehen. Ja, und wir gehen jetzt in die Figur. So. Auf Seite gucken wir uns, was wir gebaut haben. Ah ja. Hier sind ordentlich mehr Teile übergeblieben. Also hier die sind noch die vom letzten Mal. Das Ding ist immer noch verzogen. Ja, da wird sich auch nichts dran ändern. Wir hatten auch einmal hier so ein Donut über. Hier ist so eine Noppe frei, deswegen packe ich ihn einfach dazu. Ja. Mein eigenes Modell, perfekt, nein. Wir haben hier ein bisschen den Bäcker angefangen zu bauen. Wir haben hier so eine Kaffeekanne gebaut. Hier so zum Kippen quasi. Ja doch. Ich finde, es ist ja so ein Mini-Fuhrkopf mit Transclear, so ein paar Teile. Das ist eine richtig clevere Idee. Dadurch, dass wir das Set hier andersrum bauen, also die Noppen halt andersrum drehen, können wir die auch einfach hier reinstecken. Und hier war auch vorher schon eine Baurichtungsumkehr drin. Das passt ja gut. Sieht gut aus da. Wir haben hier eine kleine Kasse gebaut, zeige ich euch mal kurz. Ja. So die Sache, würde ich sagen. Passt. Ja. Ja, wir haben hier so einen kleinen Theke gebaut. Passt alles. Quasi so ein kleines Tablett mit den Waren, die über die Theke gehen. Schöne Sache. Hier sieht man jetzt mittlerweile so den Untergrund der Zelle. Ist ja quasi die Story, dass er sich versucht hier rauszulöffeln. Hier ist auch diese Loch in der Wand. Das hat man aber auch schon vorher gebaut. Und hier so ein bisschen quasi den Eingangsbereich schon gefliest. Treppe ist fertig gebaut. Kann man jetzt hochgehen. Ja, wir haben hier ein bisschen auch angefangen, diesen Kiosk zu bauen. Wie cool hinten so eine Pflanze an. Also ihr seht es gar nicht. Hier ist eine Pflanze angedeutet. Coole Sache. Hier auch schon ein paar Donuts gestapelt. Ist ja der Dieb quasi. Hat sich schon gesichert. Hier noch ein paar Pflänzchen. Ich weiß nicht genau, was das soll. Mülleimer oder so. Keine Ahnung. Nee, macht nicht so viel Sinn daneben. Ne? Weiß nicht, was das sein soll. Und hier so. Und die beiden Zeitungen hier angebracht. Ich finde schade, dass dahinter solche Goldbars sind. Aber es sieht okay aus. Man hätte, glaube ich, auch einfach normale Fliesen nehmen können. Aber ja, gefällt mir. Ja, schöne Sache. Ja, hier innen drin haben wir ganz viele Vorkehrungen für irgendwas zu platzieren getroffen. Ich weiß nicht. Ich finde auch komisch, dass hier noch offen ist, aber das wird sich bestimmt noch irgendwann ändern, wenn wir hier uns mal in den Raum gehen. Hier haben wir schon so eine kleine Treppe gebaut. Die ist bei euch in Umkehr gebaut. Das sind diese Eckbricks. Die sind hier gestapelt. Gefällt mir gut. Ja, hier noch einen Hinterausgang, wo wir auch ein Blümchen hingesetzt haben. Ja, das haben wir so gemacht im Bauschnitt. Jetzt geht es an Bauschnitt 3. Kurz mal hier an die Seite. Auch wieder 2 Tüten, ein bisschen größer als die letzte. Also, teilemäßig der Bauabschnitt. Ja, die werde ich jetzt gleich mal suchen gehen. Ist schlecht so eine Kante hinten, denke ich. So, ordentlich Teile und ein bisschen Transclear-Türen. Eine richtige Tür. Und hier auch die Minifigur.
Aber die gucken wir uns gleich an, wenn ich fertig gebaut habe. Sagen, was wird das? Ja, wir werden es alles rausfinden. Bis sofort. Da bin ich auch schon mit Bauschritt 3 fertig. Hier haben wir jetzt ein paar schöne Details gebaut, die können wir uns gleich angucken. Ich war fertig auf Bauschritt 54, sind dann noch. Bei mir ist er verdeckt, aber ihr sollt ihn sehen. Bei den 50 und das dann Bauschritt 4 bauen wir hier die Bäckerei quasi komplett fertig. Und ein bisschen Innenraum von der Polizei. Freue ich mich schon drauf. Aber ist hier gerade nicht das Interessante. Dazu kommen wir ja gleich im Video noch. Jetzt geht's hier ran. Wir haben wieder ein paar mehr Teile über und diesmal auch hier so ein Keks, würde ich einfach mal sagen. Oder soll es so ein Törtchen sein mit Sahne und drauf? Keine Ahnung. Das konnten wir jetzt auch schlecht irgendwo noch unterbringen, weil da ist eigentlich gar keine freie Noppe mehr, die man nicht für irgendwas, die nicht eine Noppe sein soll. Von daher ist der jetzt übergeblieben. Was habe ich denn alles gebaut? Komm, wir fangen mal hier in der Knastzelle an. Ich habe gebaut hier so eine Toilette, die ist ganz cool gebaut. Hier hinten, das hängt hier hinten quasi der Wassersammler. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, ist quasi in die Wand integriert, also an der Wand gebaut durch so ein Bracket, was um die Seite geht. Aber das Ding sieht gut aus, also Toilette passt. Simple Toilette für eine Knastzelle passt. Hier quasi über das Bett und so eine Bank, das kann man hochklappen. Kam ja öfter so beim Gefängnis. Macht jetzt hier wenig Sinn, aber cool eingebaut. Keine Ahnung, warum hier so ein Ding ist, aber ja. Auch so ein paar Brick-Bricks quasi. Größte Teil unten, weil dieses Loch wird immer größer. Naja, passt. Ein bisschen Mauer gebaut. Hier hinten eine Tür integriert. Mit einer Lampe. Passt. Hier sitzt eine Krone. Also hier so eine. Frag mich nicht warum. Keine Ahnung. Wird sich, würde ich sagen, noch aufklären. Der dürfte ja genau. Das wird genau unter der Treppe liegen. Keine Ahnung. Wir haben hier einen Wasserspender gebaut. Ich finde, der ist wirklich cool gelungen. Quasi hier so als dieses Ding, wo man den Becher draufstellt. Hier die Becher, die man nehmen kann. Zapfhahn und Wasser hier oben drin. Eigentlich sollen da drei von den Fliesen übereinander gestapelt drin liegen. Bei mir sind sie jetzt chaotisch da drin. Mag ich aber lieber. Ich finde, der ist wirklich cool gelungen. Also. Wieder auch ähnlich wie hier hinten die Kaffeemaschine gebaut in diesen Brackets, die unten die Fliese, die Platte haben und dann so nach oben gehen. Dadurch kriegt man sehr schöne Optik. Finde ich cool, so ein Wasserspender. Passt ja auch gut in die Polizei schon. Ist ja ein bisschen amerikanisch angedeutet, angelehnt. Passt das sehr gut rein. Hier haben wir die Bäckerei, den Eingang. Sagen, das Ding ist schon was zerkratzt, vor allem hier oben, aber naja, ist egal. Verstehe nicht ganz, warum das nach unten ist. Der Griff, das triggert mich irgendwie übel hart. Für mich muss der so da stehen, damit man die Tür öffnet. Aber ja, es ist natürlich Geschmackssache, keine Frage. Ja, bisschen Wände haben wir hochgezogen, das hatte ich euch schon gezeigt. Hier haben wir quasi noch so ein paar Becher hingesetzt für To-Go-Kaffee. Finde ich ein sehr schönes Detail. Gefällt mir. Hier hinten nochmal ein Fenster gebaut. Macht dann schönere Optik da drin. Passt. Und wir haben hier zwei Etagen von diesen lecker reingebaut. Hier dieses Teil, so ein Bracket in der Größe, kannte ich bisher nicht. Aber cooles Teil. Hier oben hat schon andere angebracht. Ich kann euch mal beide zeigen. So sieht die andere Etage aus. Da kriegt man schon Hunger, wenn man das sieht, ne? Ja, vielleicht muss ich gleich was essen. Ich nehme kurz die Wand raus, um das jetzt zu zeigen. Hier haben wir, also das ist immer die Wand. Krass, ne? Hier die Dinger. Diese. Die sie aber irgendwie bei den Minifiguren eingeführt haben, bei diesen DC-Sammelfiguren. Weil ich kann jetzt mal kurz zeigen. Hier, dass die quasi so laufen konnten, die Dinger. Das da. Haben sie jetzt hier genutzt. Ich finde, das ist sehr clever genutzt. Dadurch hat man eine schöne Schräge angedeutet. Passt ja so. Beim Bäcker sind ja meistens die Regale ein bisschen schräg, dass man sich schön auf die Sachen gucken kann. Gefällt mir. Kreative Idee. Passt. Ist schön hier drin. Und dann kann man halt einfach hier seine Etagen so anbringen. Also ich finde, das ist richtig clever gebaut. Ich bin halt zu dumm, das anzubringen. Und ist natürlich ein bisschen bei der Höhe nicht mehr so schön. So. Ja, finde das, also er ist richtig schön designt. Und wir haben natürlich hier vorne dann den Eingangsbereich mit ein paar Noppen. Den hatte ich euch ja schon gezeigt. Ist noch cool, wie hier quasi noch so ein, ja, das seht ihr gar nicht, Tisch vorne, so quasi so, wo man sich hinstellen kann und noch essen und trinken kann. Finde ich cool gelungen. Ich finde, also der Bäcker, richtig gut gelungen, muss man ihn lassen. Da hat der Designer mal richtig reinklotzt. Ach so, ich habe ja euch noch eine Sache gezeigt. Die Minifigur, die kriegt ja noch.
Minifigur ist missing. Hier ist sie. Auch wieder mit so einem Kaffeebehälter in der Hand. So ein Druck. Passt ja. Zu so 80er oder was ist es ungefähr zeitlich, wo man das die Stadt einordnen kann. Ach, jetzt spinn doch nicht rum, Licht. Ja gut, wir gucken uns die Figur ohne Licht an. Man kennt es professionell hier. Ich weiß nicht, was der manchmal für Probleme hat. Ja, schöner Druck vorne drauf. Hinten auch. Beine sind nicht bedruckt. Passt aber, könnte weiße Hose einfach anhaben. Wir haben zwei Gesichter. Einmal so lächeln. Einmal lachen. Gut. Und ich finde, das ist einfach kreativ genial gebaut. Also nur so in der Hand halt, finde ich es ein bisschen komisch, weil dann fehlt hier vorne so ein bisschen so eine Ausgabe. Schönes Detail. Passt. Und die können wir natürlich perfekt dann hier. Ne? Sehe ich das irgendwie? Hier. Hinter die Theke stellen. Passt perfekt, würde ich sagen. Ja. Genau. Die kommen mal an die Seite hier. Wir brauchen nämlich jetzt die neuen Teile für Bauschritt 4. Mal wieder zwei Tüten. Ich glaube, es gab ja nur zwei Bauschritte, wo es nur eine gab oder sowas in der Gegend. Gucken, was Licht wieder will. Nein, dann lassen wir es. Oh, nur eine kleine, okay. Hey, da war die zweite Katze übersehen, würde ich schon sagen. Aber wieder ordentlich Teile gebraucht. Ja, aber perfekt. Also ist sowas, was man dann hat, so 20 bis 30 Minuten, wenn man wirklich Zeit lässt. Kann man sich auf die Schnelle erklären. Ja, einfach mal so schön zwischendurch machen kann. Baust ja immer so zwischendurch, so Mittagspause zwischen Lernen. Braucht man ein bisschen so ein Prozess und so weiter. Ist doch entspannt. Ich gehe ran und melde mich danach wieder. Bin ich schon wieder. Bauschritt 4 ist fertig. Ganz kurz in die Anleitung. Das kommt Bauschritt 5. Bauen wir die Front endlich mal. Wir waren fertig bei Bauschritt 85 und Seite 79. Ja, passt. Auf Seite. Sind wieder ein paar Teile mehr übergeblieben. Werden langsam mehr. Okay. Wo fangen wir an? Hier haben wir ja nur ein bisschen weiter die Mauer gebaut und hier so ein kleines Gitterfenster eingebaut hinten. Würde ich sagen, passt sehr gut. Hier haben wir kleine Fenster gebaut, die kann man auch so aufklappen. Ja, passt, würde ich sagen. Ein bisschen Licht auch da reinkommen würde. Hier haben wir vorhin so einen kleinen Pult gebaut, den kann man ja mal halb abnehmen. Von hinten so. Vorne sieht auch solid aus, jetzt nichts Übertriebenes, passt. Hier quasi so ein paar Anträge, die reinkommen. Und ein TIFF. Mit so einer Wählscheibe noch. Passt ja an die Zeit. Also das ist sehr schön. Und es ist ein Druck, ne? Es gibt ja keine Sticker im Konzept. Schon mal ein Traum. Ich finde auch schön, wie hier hinter, dann nehmen wir den mal kurz raus, wie hinter der das Geländer quasi der Treppe, die hinten runter geht, nach draußen. Da hinten ist ja die Tür nach draußen gebaut ist. Schönes Ding. Schön dieses neue Zaunteil da und daneben noch so zwei Pfosten gebaut. Finde ich, ist sehr gelungen. So, haben wir hier nämlich auch die Lücke, die noch im Boden war, gefüllt. Hier wird ja wahrscheinlich einfach der Front gefüllt. Und hier geht die Treppe hoch. Die ist ja überall, das kann ich jetzt nur schlecht zeigen, per Snot angebracht. Wir hatten ja vorher hier die Brick Modified sitzen und hier. Und jetzt haben wir es da drauf gepackt. Hier bei unten war ja noch eine Fliese einmal quer, die hier so ging. Und an der Wand. Da konnten wir es schön drauflegen, damit das Ganze nochmal stabil. Ein bisschen weniger Druck. Und ja, und hier haben wir halt mit diesen Halbfliesen das ein bisschen Geländer gebaut. Ja, ist eine schöne Optik, euch haben wir irgendwo immer schön glatte Flächen, passt. Und auch nicht, wie es sonst mal war, dass das in die Wand reingeht, so konnte die Wand von außen halt eine bessere Optik haben und keine komischen Farben drin. Ja, sonst hat sich hier nicht mehr viel getan, aber es ist jetzt schön abgeräumt. So, hier das Ding ist jetzt so gut fertig geworden, der Donutshop. Ja, wir haben hier oben noch dieses kleine, die kleine Markise gebaut. Wahrscheinlich soll man die auch quasi ausfahren könnten in echt. Die ist schön gelungen. Hier oben haben wir jetzt dieses Logo gebaut mit den beiden Donuts. Die sind gedruckt. Top. Gefällt mir. Hier ein bisschen die Fassade hochgezogen. Passt. Sonst jetzt sieht man das Grau von vorne nicht mehr. Schöne Sache. Innen drin hat sich noch ein bisschen, also wir haben natürlich die Wand hier einfach hochgezogen. Ja, ganz klar. Innen drin hat sich noch ein bisschen getan. Wir haben so Headlights hier umgebaut. Also Lichter halt gebaut, die einfach unten nur ein bisschen einleuchten. Passt. Sonst hat sich da auch nicht viel mehr viel getan. Dies finde ich ganz schön da oben. Gefallen mir da sehr. Und wir haben hinten noch eine Leiter gebaut. Da muss man irgendwie ein bisschen hochkommen. Ich weiß nicht mehr genau wofür. Werden wir noch rausfinden im weiteren Bau. Genau. Würde ich sagen, müssen wir uns auch mal die Teile für Bauschritt 5 abholen. Ne?
wollen hier mal langsam die erste, das OG, nicht das erste Geschoss. Ja, das Obergeschoss ist OG, ne? EG, Erdgeschoss, so. Wieder zwei Tüten, wie immer. Diesmal tatsächlich nur eine kleine Innentüte. Im relativ viele Teile und auch wenig klein, weil wir wollen jetzt hier eine Wand. Gefällt mir. Und ach ja, und wir kriegen einen Polizisten dazu. Stimmt. Der Junior Officer oder sowas scheinen wir drin. Ja, perfekt. Ja, ich würde sagen, ich verbaue die ganzen Dinger mal und melde mich dann sofort wieder. Fertig mit Bauabschnitt 3. Ne, 3, genau. Mit 5. Und ich kämpfe im 6. letzten für heute. Aber wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen. Wir waren fertig, also ich war fertig mit Bauabschnitt 131, mit Seite 105. Da war dann das Tor vorne fertig. Tor, nicht ganz Tor, aber ja. Und Bauabschnitt 6 wird dann die Etage gefinisht und das davor. Aber das werden wir ja gleich sehen. Das ist ja jetzt nur Spoiler. Sind wieder ein paar Metalle übrig geblieben, wird langsam ein paar. Also ordentlich, da die ganzen kleinen Teile. Hier schon mal der Teaser. Aber wir kommen kurz noch zu den Minifiguren in diesem Bauschritt. Das ist der Officer, also einer der Officer. Mir gefällt die Mütze, die ist wirklich cool. Ich brauche immer irgendwie Licht jetzt hier bei der Figur, aber das Licht flackert halt immer noch. Deswegen müssen wir mal gucken, wo wir hingehen. Ja, so ist schon mal ein bisschen besser. Ja, so sieht man ganz gut. Ich finde, top gelungen für die USA zurzeit, warum man das spielt, genau. Passt perfekt. Standard Wolke Korgi von Lego. Hinten solider Druck, beide sind unbedruckt, okay. Ja. Ein bisschen Lächeln drauf hat er. Passt. Und die Mütze ist cool. Da hätten wir jetzt, aber fände ich noch cool, in dem Logo jetzt auch nochmal der Stern wäre wieder unten. Fehlt mir ein bisschen oben drin. Aber coole Minifigur, die werden wir direkt mal auch in die Polizeistation packen. Komm rüber hier. So. Polizeistation her. So, hier haben wir gebaut. Ich kann kurz in den Raum gucken, da hat sich nichts getan, außer dass wir hier die Wand da gebaut haben und da kam an die Wand noch ein Walkie-Talkie und die neue Uhr von Lego. Die ist sogar, sie haben es mal hinbekommen, dass die 12 auch oben ist. Muss man ihn lassen, das haben sie hinbekommen. Endlich. Interessant ist in der Anleitung ist noch die alte Uhr, das alte Design der Uhr. Doch. Ich finde sogar, die alte hätte besser gepasst zur Zeit, die sieht ein bisschen moderner aus, aber gefällt mir. Gut, kommen wir zu dem, was wir vorne gebaut haben. Wie schon gesagt, die Wand wurde gebaut. Ich habe hier das vollendet. Ihr seht es gar nicht richtig. Hups, so. Ich habe hier gebaut, die Sache an der Seite und das Ding in der Mitte. Das ist einfach nur reingesteckt. Bisschen instabil, aber okay. Ich finde komisch, dass es so ein bisschen braun drin ist. Naja, aber passt zu dem, wie es da hinten die Seite ist. Von daher, lassen wir es mal durchgehen. Schön wäre natürlich, wenn das Sand Green gewesen wäre. Dann wäre das, glaube ich, eine ruhige Optik gewesen, aber es verschwindet ja eh fast komplett hinter dem Kiosk. Passt schon. So, dann haben wir vorne die Front gebaut mit zwei Türen in der Mitte, die wir beide öffnen können natürlich. Hier haben sie auch hinbekommen, dass das Ding gerade ist. Nicht wie hier, sollte es ja eigentlich unten stehen. Ich habe es nur oben gepackt. Gefällt mir nicht so nicht. So, ich finde schön, wie wir das gebaut haben mit diesen Säulen, mit diesem Glas in der Mitte. Kommt ja perfekt rüber. Architekturstilmäßig. Hier oben die beiden Lichter, schön groß und. Ja, Glasoptik halt. Ich finde cool, wie sie es gemacht haben. Da drin ist halt so ein Mini-Figur-Kopf und dann ist der da drauf gesteckt. Schafft auch eine schöne Optik hier drin. Gefällt mir. Ja. An der Seite, das ist auch alles so gebaut. Also alles not hochgesteckt. Und können mit Optik halt nur überzeugen. Gefällt mir. Ja, ich finde, hier haben wir diese neuen Bogenteile, diese kleinen. Sind auch sehr schön untergebracht. Gefällt mir, hier haben wir noch ein paar bisschen Efeu oder so angebracht. Schöne Optik. Dann haben wir hier den Torbogen quasi, wenn man so sagen will. Er gefällt mir sehr schön mit dem Print, Polizeiprint in der Mitte. Und hier ist auch ein bisschen kreativ angebracht. Man hat nämlich hier die Dinger, die bringt man an und die werden über, wie soll ich das zeigen, über so ein Ding hier unten da in die Klemme reingesteckt. Und das geht dann einfach, du steckst sie halt oben rein. Na, ist ein bisschen frickelig jetzt im Nachhinein. So, und dann hast du sie, wenn du natürlich noch nicht gedreht hast, sie gerade, kannst du einfach drücken und boom, sitzt es da. Und hast einen schönen festen Halt, um die Dinge anzubringen. Gefällt mir. Die gefällt mir wirklich gut. Schöne Optik, die davon erzeugt wird. Ja, ich würde sagen, ich mache Bauschritt 6 mal fertig. Kiosk vorne, alles drauf. Die Etage zu Ende oben.
clean waren auch alles. Dann wird das hier auch mal verboten, hoffe ich. Das ist sehr wackelig. Hier, das wurde am Ende auch nur mit den Lampen, die angebracht wurden. Sonst war das hier auch noch alles stückelhaft, aber es hat sich nachher mal stabilisiert. Es fehlt halt nur, dass die hier noch stabilisiert werden. Die sind noch locker. Aber das wird passieren. Hier hinten hat es ja auch lange gedauert. Bis zu dem Beigen da war halt auch das hier, die beiden so Wände freischweben. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum die das hier als Etagenende gemacht haben. Das bleibt auch so. Warum ist hier eine Lücke? Also, ich verstehe es nicht. Haben sie sich die beiden Bricks wegsparen wollen in der Höhe einmal hier lang? Hat das einen Grund? Macht das irgendwie so einen Sinn im Gebäude? Naja, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr anhabt. Ich baue weiter. Da bin ich schon wieder. Wir sind durch mit Etage 1. Zu der kommen wir sofort. Wir haben jetzt auch kurz noch einen Anleitungsblick hier. Das braucht schon 7. Da sind wir aber im nächsten Video erst dran. Auch mit dem Donut-Dieb. Und wir haben jetzt 159 Bausteps gemacht. Auf 119 Seiten. Ja, hier sehen wir schon mal ein bisschen was für ein Sneak-Sneak. Alles egal. Die Anleitung kommt weg, die brauchen wir jetzt für ein nächstes Video. Und kommen wir mal zu kurz. Es sind wieder ein paar mehr Teile geworden. Jetzt ein paar Blümchen noch da. Komm. Ignorieren wir jetzt auch mal. Gebäudetechnik. Wir haben gebaut. Also die Figur war ja auch schon an, die noch kommen, das können wir da stehen lassen. Ich muss kurz checken. Ich habe das gestern gebaut. Okay, ja. Also, wir haben erstmal natürlich hier oben gefliest, dass das Ding fertig ist, um die Etage drauf zu packen. Und dann haben wir gebaut diesen Einsatz für die Zelle, quasi die Tür vorne. Finde ich schön, dass sie nochmal diese Säulen eingearbeitet haben. Verstehe nicht ganz, warum hier oben Noppen offen sind. I don't get it. Man hätte für wenigstens ein so rund Fliesen oder Plates drauf packen können. So wie hier. So finde ich es ein bisschen komisch. Aber genauso wie es auch hier offen ist, finde ich ein bisschen komisch. Aber ja, okay, ist okay. Hier einfach die Tür, passt das Ding. Kann man richtig schön reinstellen. Hier nochmal eine Noppe für eine Figur vielleicht, wenn er davor steht oder so. Passt. Und das. Hier sehen wir mal kurz. Setzt man natürlich einfach da ein, dass man dann quasi, wenn man mitspielen will oder so, sehen kann, was er sich da schon als Fluchtweg gebuddelt hat. Hier unten sieht man ja mit seinem Löffel da, der Ecke. Ne, da hat er hier schon ein bisschen rausgebuddelt und das kann man einfach hier einsetzen. Sind auch oben hier schön zwei Noppen offen gelassen, dass das sich da reindrückt und passen. Ja, ach, komm. So. Ist ein bisschen blöd, wenn man das Ding hochhebt, hebt man automatisch die Bank nicht hoch, weil hier vorne halt diese Wedge ist. Aber das ist okay, ist nicht so dramatisch. Passt. Abstellen, sonst müssen wir mehr Verbiegung hier haben. So. Wir haben auch zum hier die Fliese aufgesetzt, das Ganze stabil. Passt. Falls ihr euch wundert, warum hier keine 2x2 Fliesen, sondern 2x4 ist, das wird nicht passen. Seht ihr das vielleicht? Mit der grünen, mit der blauen da, die würde dagegen drücken. Genau. Was haben wir noch gebaut? Wir haben natürlich hier die Bank gebaut. Ja, solide gelungen, ich sag. Solide Bank, passt. Kann man natürlich eine Minifigur einfach hinsetzen. Und dann chillt die hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es mir besser gefallen wäre, wenn die Bank doppelt hinten hoch wäre, anstatt nur diesen einmal, aber naja. Dann haben wir noch gebaut hier die Bäume, Büsche vorne. Ich finde, die sind cool, das ist eine coole Idee mit denen. Das sind ja eigentlich Zahnräder, so welche komischen, die man irgendwie schön verbauen kann. Keine Ahnung, wo die herkamen. Gefällt mir auch hier unten mit diesem Stammansatz, aber irgendwie finde ich, hier oben fehlt was drauf. Aber ich wüsste auch nicht, was man da oben drauf packen soll, dass das noch gut aussieht. Da habe ich null Idee. Scheint die Designer auch nicht, sonst hätten wir vielleicht noch was geändert. Schreibt mal in die Kommentare, es könnte sein, dass da so ein Buchsbaum sein oder so, der oben so rund geschnitten ist. Ja, kann sein, aber irgendwie fehlt mir oben ein bisschen was. Dann natürlich diese Standard-Laterne hingesetzt. Kennt man. Die nehmen wir mal kurz ab, da können wir uns den Kiosk ein bisschen angucken. Der wurde nämlich auch noch verändert. Vorher hatten wir nur hier unten das. Wir haben hier noch ein kleines Blümchen hingemacht. Finde ich, passt gut rein. Das löst sich manchmal ein bisschen. Hier die Sachen sind schön, können irgendwie Zeitung an den Seiten darstellen oder so, passt. Hier oben nochmal so schön als Logo, so eine News-Zeitung, passt. Wir können das hier abnehmen. Dahinter ist jetzt nichts Besonderes, auch nicht gefliest oder so, nichts. Dach ist auch solide gelungen, würde ich sagen, passt. Ich finde schön, wie unten quasi so ein kleines Dächlein davor, so Vorhang, also eine Markise quasi, wie hier angedeutet ist. Gefällt mir. Ja. Dafür kriegen wir auch bei den Owner einen Bauschritt 7. Dann wird das hier mal bevölkert. Ach, ich lasse ihn jetzt auf der Bank da sitzen, komm. Kann ein bisschen chillen, bis in den Auftrag reinkommt.
Die kommt drauf. Und ich würde sagen, sind wir durch, ne? Habe ich alles gezeigt, was ich gebaut habe? Oder habe ich irgendwas vergessen? Nö, Innenraumtechnik hat sich ja nichts getan. Im Kiosk auch nicht. Hier ist immer noch die Lücke, die bleibt da. Ich habe keine Ahnung, was die Lücke dabei gedacht hat. Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht direkt sagen, Teile einspannen, einfach negativ was behaupten. Kann ja auch irgendein Grund dabei gewesen sein. Ja, jetzt sind wir durch mit dem Video. Ich habe keine Ahnung, wie lange es jetzt geworden ist. Könnte ein bisschen länger geworden sein. Ja, lasst ein Like, wenn es gefallen hat. Ein Abo, wenn der Teil 2 nicht verpassen wird. Nächste Etage werden wir dann bauen. Und ja, schreibt gerne was in die Kommentare zu dem ganzen Kram, den ich erzählt habe. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.